Teil 3, sagte Link X2. Okay, dann... Also die Regeln sind, glaube ich, klar, Leute, und... Jo. Einfach die Level in der Reihenfolge, keine Items benutzen und möglichst schnell durchkommen. Genau. Okay, und ich sag wieder los, dann geht's los und... Auf die Plätze, fertig, los. Los. Ja, muss ungefähr gleich gewesen sein. Du hast mich sowieso ein paar Sekunde oder so Zeit versetzt. So, was gibt's denn hier? Was denn das? Das ist das komische Vieh wieder. Ach. Ach, das waren Giraffen oder was? Nee, das waren Hühner auf Stelzen. Sowas gibt's auch nicht hier. Oh, wir beinahe runtergeflogen. Und wow, ich wurde auch fast getroffen. Na gut. Aua. Diktat. Scheiße, ich wäre beinahe kaputt. Und das wäre nicht so cool. Egal. Okay, jetzt mein Diddy Kong und du bist meine Rettung. Was? Der hat mich gar nicht getroffen. Was ist das denn gewesen gerade? Wissen. Ja, da vor diesen Felsen, die alle umfliegen. Okay, ich bin auf den Felsen. Ja, ja. Aber ich wurde gerade gar nicht von dem Huhn getroffen und der meinte, ich wurde getroffen. Oh ja, ist immer so. Aber Gott sei Dank gibt es ja gleich wieder Diddy oder so. Bestimmt. Nach dem Checkpoint gibt es hier in den Level immer Diddy. Das war jetzt nicht so schlimm. Naja. Ich hab Diddy Kong wieder. Ich auch. Du bist jetzt etwas im Vorsprung nach deiner Fail-Aufnahme. Scheiße. Ey, was ist das denn für eine Verarsche hier? Wow. Okay, sie leckt nicht, sie leckt nicht. Ich meine, das ist schon richtig. Bis zum Ziel. Okay, die läuft, ja. Ich bin auch. Die läuft super, die läuft super. Na gut, ich war zwar in Führung, aber scheißegal. Ey, im Vorspann, ne? Was da? Also wenn man aufnimmt, nach der Aufnahme ist es immer so eine schlechte Qualität. Wenn man so sieht, ist es genau wie die HD-PVR. Naja, kenne ich. Knopfkrüppelei. Da war ich in der Fail-Aufnahme bei dir im Vorsprung. Egal, also hier ist noch ein bisschen aufgeholt. Du wirst sowieso gewinnen, aber... Nee, jetzt kommt noch der Boss und so. Hallo, du bist... Guck mal, wie schlecht ich im Let's Play von Donkey Kong Country Returns war. Ja, aber es war bis jetzt immer knapp. Also außer, dass du im Meer gefehlt hast gestern. Da bei den Wellenbrechern. Das war schon... Jetzt kommen diese scheiß Vögel, weil wenn man auf die... Man springt manchmal auf die drauf. Du bist genau in den Vorsprung wie eben. Ja, ich bin gerade bei den Vögeln, die kommen jetzt an. Jetzt kommen sie. Okay, zack, zack. Alle auf einmal getroffen, ey. Ja, was hast du denn? Ja, die kommen alle auf eine Stelle drauf, ne? So, bin jetzt durch. Ich bin jetzt schon ganz unten. Ja, da hatte ich Vorsprung. Die Vögel hatte ich jetzt diesmal. Genial getroffen? Ja, ich hatte die vorher genialer getroffen. Ich habe die alle mit allen weg, also so in einer Reihe. Ich auch, ja, mit allen Münzen hat man dann bekommen. Schon auch geschafft. Aber pass auf, gleich kommen wieder die Level, wo ich dann wieder der Held vom Erperfeld bin. Ja. Du wirst sehen. Okay. Mann, ich mach jetzt die Schalter besser aktiviert. Na. Schade. Schade, dass dieser blöde Körper. Was er. Scheiße, runtergeflogen. Aber nicht ganz, aber ich bin schon so. So halb. So halb runtergeflogen. Wieso springt er denn da rein? Das ist. Was ist. Was zum Geier? Donkey Kong muss nochmal alles lernen hier. Ist auch manchmal so doof. Nein. Man, Donkey Kong fliegt gerade die Schlucht hinunter. Bin runtergeflogen, du hast mich eingeholt. Ich hab schon mal gesagt. Ich bin so dumm dafür. Für das Spiel. Naja. Also Donkey Kong wie 1. Ich bin gerade total schlecht. Also da bin ich sowas von gut drin. Aber in diesem Donkey Kong bin ich einfach scheiße. Oh mein Gott. Ja, ich bin in dem hier besser als in den anderen, obwohl. Ich fand aber, wenn ich ehrlich bin, fand ich dieses Spiel hier eigentlich auch ehrlich gesagt fail. Naja. Weil. Es kommt gar nicht nach den alten Donkey Kong so nah. Es fehlen Unterwasserlevel, was fehlt dir noch? Es fehlt, dass man zwischen den wechseln kann, auf jeden Fall. Diddy Kong ist nicht spielbar beim Einzelspieler-Modus. Ja, man spielt ihn sozusagen, aber man muss wechseln können. Ja. Ist schon scheiße. Was bist denn jetzt?
Ja, bei diesem Drehteil, also wo man da reinschießen, sich reinschießen muss. Oh Gott, bist du weit. Oh mein Gott. Schwer gefehlt, ey. Ja, ja, ich nehme hoffentlich auf. Das Gute am HD PVR ist, dass das leuchtet, dieses Teil, wenn man aufnimmt. Da muss man nicht nochmal zum PC gehen und gucken, nimmt er jetzt auf. So. Das leuchtet einfach oder es leuchtet nicht. Wo leuchtet das? Dieses HD PVR selber, das leuchtet. Ach so. Das ist ja nicht so ein kleiner Grabber, das ist ja schon ein bisschen größer. Maskenscheißerei. Ah, Gott. Hab ich da. Oh mein Gott, bei der Fehlaufnahme war irgendwie alles besser, was wir gelabert haben. Keine Ahnung. Und ich fehle übelst. Ja. Stoppt. Der Sieg steht für dich da. Heißt noch nichts. Also, hier, du hast das eben auch gesagt. Da habe ich auch nochmal richtig gefehlt. Richtig. An so einer richtigen miesen Stelle. Du bist schon beim dritten Level. Und dann war alles vorbei. Ich sag nur, es ist nichts offen. Es ist alles offen. Es ist noch nichts entschieden. Das war jetzt auch wieder scheiße. Aber hier ist ein Herz, das ist auch nicht schlecht. Oh Gott, ey, Masken. So, ich hab jetzt abgekürzt, aber dafür ein Leben verschenkt. Das war jetzt riskant, aber. Naja, solange ich das so halbwegs überlebe. Ich wusste damals gar nicht, wie hier dieser, mit Diddy Kong diese Kugel geht. Ich hab's immer nicht kapiert. Obwohl das ging bei mir nicht, da der Nunchuk kaputt war. Deswegen in den ersten Parts von meinem Playthrough von dem Game. Was wollte ich sagen? Nein, Mist, ich bin nicht konzentriert. Da habe ich auch nicht schnell schütteln können, da das immer. Ach, was sage ich hier eigentlich? Ist mir scheißegal. Am Sacken. Ich bin mich gerade hier voll am Konzentrieren, dann laber ich irgendeine Scheiße. Das ist für mich zu viel. Ich weiß, welche Akkus du genommen hast. Du hast dieses Fass mit den Bomben einfach kaputt gemacht mit Donkey. Ja, ja. Ne, mit ja, Diddy, weil da. Ja, mit Diddy, ja. Aber ich hab's jetzt geschafft. Ich hab sogar noch Diddy Kong. Yeah. Bist du die Level durch? Ja, jetzt kommt dieses Ziel. Ist noch recht am Anfang. Da hab ich wenig wenig. Ach Gott, das schaffe ich doch nie mehr. Zurück zu den Ruinen. Welches Level kommt jetzt? Oh mein Gott, wie weit bist feuchtes du? Feuchtes Fass. Nee, feuchtes Verlies. Ja, ich bin jetzt bei diesem. Ich meine, das wäre dieses Drehrad-Level, da, wo diese Wasser. Ach, dieses Wasser-Level da halt, dieses. Boah, ich bin jetzt auch fertig hier. Boah, aber gerade Speedrun, ey. Puh, ey. Ja, du hast. Wenn du jetzt schon fertig bist. Also von eben noch irgendwie am Anfang warst und jetzt fertig bist. Dann warst du schnell. Ja. Also ich war. Bist aber eine Wand im Weg, ich verstehe. Wo du fertig bist, war ich gerade aufs Schiff gekommen. Deswegen. Das ist ja relativ sehr anders. Tja, du warst aber. Ich sag, es ist noch alles offen. Naja, falsches Verlies, das ist natürlich. Wenn man einmal fehlt, dann kann das schon schnell entschieden sein. Es sei denn, der andere fehlt. Ja. Man fehlt doch mal, du Arsch. Ich? Du bist kein Arsch. Ich hab schon gedacht, du sagtest, dass du der Affe. Ach, ich hab mir gerade noch ein bisschen Zeit genommen, um Münzen einzusammeln. Achso, habe ich an den Level hier am Anfang Diddy, wo ich eben den nicht hatte, den ich auch nicht bekommen habe, deswegen hab ich gefehlt. Du dummer Hai, verpiss dich hier. Ich hasse die Haie. Wow, das war knapp. Und den Hai noch gekillt. Ich warte jetzt lieber hier, ich will jetzt nicht nochmal abkürzen und dann fehlen. Okay, Leben, das war gut. Das wäre kostbar. Komm schon, gut. Ja, okay. So, jetzt kommt die Giraffe wieder, beziehungsweise das Huhn auf Stelzen. Okay, geh, hab ich. Hey, was ist jetzt mit Giraffe, Alter? Ja, das sind doch. Die sind auf Stelzen, die Hühner. Erinnere mich an Giraffen. Okay. Hi! Ja, wieso sprang der denn jetzt schon? Vorher hätte ich das geschafft, dass man, bevor der springt, ans Ziel kommt. Das war aber jetzt nicht möglich, da er schon früher gesprungen ist. Also das Spiel, das hat echt so Fehler in sich. Nicht Fehler, aber mal passiert das und mal passiert. Oh! Ich dachte, das kommt zurück. Jetzt habe ich gefehlt vor dem Ziel wie eben. Na egal, bissige Bärchen, da habe ich bis jetzt immer gefehlt. Da kann ich nicht mehr richtig fehlen. Genau wie beim Boss. Ich glaube, die Runde geht an dich, denn ich bin in den Ruinen, weil ich schon immer scheiße. Hast du im vorherigen Part gesagt? Du hast gesagt, ich war in den Ruinen gut, aber hab's nicht in meinen Videos bewiesen.
Nee, das, nee, ich meine damit letztes Mal in Ruinen, aber da, also diese Level, die jetzt kommen, also ab 3-4, da habe ich sowas von übles gefällt. Ja, ja. Aber die ersten drei Level waren geil für mich. Also, in Blind, sag ich mal jetzt. Ja, in Blind. Ich bin das auch Blind. Ja, das war egal, ich spiele einfach in Ruhe. Vielleicht fällst du ja später nochmal. Ja, es sieht so aus, dass ich jetzt fehle. Ich habe zwar noch nicht gefehlt, aber ich bin. Ah, die ist schon mal weg. Hoffnung ist bei dir wieder da. Ja, klasse. Oh, ja, ist so. Ich hasse dieses Geräusch von ihm, das ist irgendwie. Ekelhaft. So kurz so. Ich komme jetzt aus dem Wissen gebäsch. Oh Gott. Das war ein Fail. Wow, wie viel kommen denn jetzt noch? Das hatte ich nicht mehr so. Das Level habe ich gestern noch gemacht. Die Puzzleteile gesehen. So Puzzleteile. Das war klar, dass ich jetzt gefailt habe. Ich musste auf irgendeine Plattform schwingen, aber weil die da umgekippt sind, ging es gar nicht mehr. Also sind umgekippt. Ja, klar. Also ist. Ich habe noch nie so gefailt. Nein! Och Mann, doofer Donkey, ey, ich hasse dich. Ich hasse das Spiel ab sofort. Nee, Spaß, aber es ist. Okay, die Welten werden aber wirklich immer schwieriger, wie man merkt. Ah ja, ich kenne die Level ja alle. Ja, ich auch, aber. Nein! Na! Ah, der musste ja da durchglitschen, klar. Bist du tot? Ja, aber da kam kein Checkpoint und ich bringe mich jetzt selber um, weil ich schon ein Leben verloren habe. Das hätte mich nicht weit gebracht. Okay, du bist jetzt da, wo der Rote auch rauskommt, ne? Es kommen viele Rote raus. Bei mir sind jetzt, nee, sind wieso habe ich jetzt wieder gefailt? Das Spiel mag mich nicht. Nein. Ich kapiere nicht, wieso man manchmal getroffen wird, obwohl die dich gar nicht treffen. Ja. Jetzt kipp doch um, das war, ich stand doch lange genug da. Ja, stirb doch. Ja, du auch. Oh, das dauert so lange bei den großen Typen hier. Ach nee. Och. Ich hab eben unnötig gefehlt. Ja, jetzt kipp doch um. Da ist der Donkey, den kann ich gut gebrauchen. Ja, den hat. Ach, du bist jetzt da schon, ich weiß, wo du bist. Weil der nächste Donkey, der kommt, ist dort. Oh Gott. Das war jetzt Absicht. Das Duell gegen die. Ach, da bist du schon. Wieso habe ich jetzt schon wieder gefehlt? Das ist nicht normal. Ja, klar, der kam noch gar nicht raus. Du gewinnst immer noch. Der hat mich nicht rausgekickt. Ich habe ihn nicht berührt. Beziehungsweise er war noch nicht mal da und ich habe Didi verloren. Ja. Ja, Bärchen, ihr kommt da nicht runter. Ich schieße. Boah, mein Gott, ist das eine Scheiße. Gut. Ich kann hier gar nicht mehr als fehlen. Fertig mit Level. Ja, super. Oh, Gott sei Dank ist hier ja Teil. Wie kommen die denn jetzt alle gesprungen? Das ist doch nicht normal. Fick dich doch weg. Wie? Der wurde doch schon ein paar Mal getroffen. Wo lebt der noch? Wie geil. Ja, ich hab die wieder verloren durch die Scheiße. Wackeltempel. Oh nee, ist das mit Wambi? Ja, geil. Das hab ich bis jetzt. Das ist geil. Teile geholt, dann hab ich das mit einem Punkt geschafft. Ja, das ist eigentlich. In meinem Let's Play habe ich eigentlich gar nicht auf die Puzzleteile geachtet, ich habe einfach auf das Spiel habe ich geguckt. Hast du jetzt auf das Spiel gekotzt? Ja, das würde ich gerade auch gerne. Wackeltempel. Oh mein Gott. Okay, ich hätte Wambi, eigentlich gewonnen. Nur wegen diesem Glitch, das war ohne Scheiß ein Fehler. Egal, wer es jetzt was anderes behauptet in den Kommentaren. Scheißegal, es war ein Fehler. Für mich war es ein Fehler und wer es nicht gesehen hatte, ist dumm. Ja, okay. Okay, ich habe auch gefällt. Bist du auch bei Wackeltempel? Ja, bist du wieder am Start oder bist du schon weg? Ja, am Start. Okay. Aber das war ohne Scheiß ein Fail. Ich sag ja, du hast mich immer. Ja, aber. Ein Fail am Anfang. Hier habe ich letztes Mal nicht gefailt. Kein einziges Mal. Ich habe die ganze Welt durchgemacht mit dem Puzzleteil. Ich habe mit Didi und das ist besser. Ja, ich habe jetzt auch Diddy Kong noch voll. Nein! Ey, das war Fail! Das war auch ein Glitch! Ach nee, dieses Spiel, das hat versteckte Glitches. Das ist unscheinbare Glitches. Ey, der ist gegen die Mauer, die er kaputt machen muss, ist dagegen gerast und ist noch runtergeflogen. Ach nee, voll scheiße. Der muss den doch kaputt machen, statt. Ach ja, klar! Ich verlor eben Leben, obwohl der Gegner schon weg war. Er war komplett weg. Das ist Wahnsinn. Das Spiel geht mir langsam so auf die Eier.
Es ist zwar ein geiles Spiel. Ich gebe dem eine 1,3, ja, ja, aber. Das regt auch manchmal einen auf. Ja, dass es einen aufregt, ist man ja wohl selber schuld, aber. Bist du jetzt auch schon draußen? Ja, ja, schon lange. Verdammt, ich hab den Rambi vergessen. Ach, der rennt da rum. Was? Dich hat Rambi vergessen? Du hast Rambi. Nein, ich, der. Oh nee, ich bin ja Rambi verloren. Rambi, du Bambi. Ja, hier ist ja, Gott sei Dank das Bambi. Ziel. Ah. Oh, ach, ich weiß darum. Ich bin verloren. Hat da um B gedrückt. Was trollst du eigentlich? Nunchuck oder ohne? Ohne. Mit. Also mit ist eindeutig einfacher. Weil ohne. Na ja. Och, okay, jetzt nur noch den Boss. Bombige Blut. Was? Blutschlitte. Ja, den Boss habe ich über alles gehasst. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich in meinem Playstore ein Leben genommen. Also dieses Plus-Leben. Dieses Fliege. Also es gibt hier viele fliegende Bosse. Der eine, das ist so ein Huhn, das ist irgendwie in Welt 7. Wieso hat er die jetzt nicht genommen? Ich hab kein Wombi mehr. Ja, dann Rambi ihn weg. Man muss Wombi! Wie kann man Rambi verlieren dort? Der ist weg! Ja. Der war nicht in der Kiste drin, ja, jetzt ist er wieder drin. Geil. Klaro. Boah, der Boss ist auch scheiße. Ja, ich musste mich da vorne strecken, habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Wie, du willst mich jetzt machen? Spuck doch mal was anderes als Bomben. Vielleicht irgend so was ähnliches. Wieso hat er die jetzt dahin gespuckt? Ich war viel näher. Was kommt da denn hin? Bitteschön. Was soll diese... Wieso, jetzt spuck doch mal hier vorne weiterhin. Der spuckt die noch weiter weg. Ja, und die scheiß Schneebombe. Ja, und mit dem Leben kann ich auch nichts anfangen, weil schon die weg. Der Boss ist einfach nicht fähig. Ja, jetzt kommt noch so eine mega Silvester-Knaller-Rakete. Ja, hobbylos, wo holt er die ganze Scheiße her, der Kackbomb. Was ist das denn? Das war ein Baumstamm, der gehört nicht da rein. Jetzt habe ich nur ein Leben. Der sieht auch voll aus wie so ein Depp, ey. Was? Ich bin durchs Leben geflogen und war tot. Geht's noch? Bist du tot? Ja, du bist im Vorsprung jetzt. Das ist super gut, aber ich werde den Boss sowieso nicht schaffen. Bist du beim Boss gerade? Bist du schon im Kampf? Ja. Du wirst den schaffen, natürlich schaffst du den. Wieso ist die Bombe jetzt davon abgeprallt? Was wie in Welt 1 der Tempel, ne? Man trifft diese Huhn da fast nicht, diese... Ja, ich auch nicht, ich triff's auch nicht, ey. Guck dir mal den Hals an. Ist das nicht dieses aus dem normalen Donkey Kong Country 1? Ich weiß nicht. So, einmal getroffen, ey. Einmal. Und? So ein Hobby ist Bombenspuk. Ja, und Diddy Kong mit Donkey Kong umbringen. Und verglitschen. Wow, wow, der Boss ist manchmal so verglitscht. So, zweimal getroffen. Ja, ja, leben, 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 leben. Ja, direkt Doppelbombe hier, ne? Jetzt spuckt deine Scheiße. Mega Hyper Silvesterbombe wieder. Ich hab langsam. Hättest du schon wieder meine Bombe weggehauen? Ich hab keinen Bock mehr. Wieso hab ich den wieder nicht getroffen? Das ist doch nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr. Leben, danke. Komm, spuck doch mal was Ordentliches. Ich hab schon drei, vier Mal getroffen. Damit nicht. Ja, hol deine Rakete und fertig, ja. Ja, die weg. Double-O war das gerade. Übelst. Was ist das denn für ein Baumstamm? Das ist eine unnormale Bombe. Ja, zwei davon. Herz, gut. Zwei von diesen Bomben. Zwei von diesen Zeitbomben. Wie hat er mich jetzt bitte schön getroffen? Tot. Tot. Ja. Exakt gleichzeitig. Aber er hat mich zweimal mit... Der spuckt ungefähr zwei oder dreimal diese Kackbombe, diese Zeitbombe. Dann macht er noch Silvesterrakete und dann macht er noch diese ganzen Bomben. Also, fertig. Fertig? Ja. Gerade sagst du es nur noch tot, aber ist auch scheißegal. Ich meinte den Boss soll tot. Ja, dann bist du also fertig. Ja. Feg mich doch weg. Hast du gewonnen? Nee, ich bin schon längst fertig. Ja, verarscht. So. Ich hab dich verarscht. Das ist doch... Okay, Leute, ich zeige euch gerade auf der Skala-Level, wie gut ich in dem bin. Das ist doch nicht wahr. Also das Skala-Level ist nicht Pflicht, aber ich mach's einfach zu Spaß. Solange, aber Tiff sagt, du musst dein Level noch beenden.
Ich beende das jetzt noch. Weil das ist besser, wenn man das Level beendet, damit man noch zeigt, okay, der schafft das mit mir, weil... Das ist doch bisschen, richtig wahr. Ich habe noch nie so übelst gefailt hier. Ja, ich alle werden auch noch aufs Let's Way sehen. Das ist doch echt unnormal. Wow. Oh, mein Donkey Kong ist da platt gewesen. Ja, jetzt aber gleich wirklich tot. Ich habe zweimal beim Boss schon gefailt. Oh. Ich habe keinen Bock mehr. Wieso habe ich jetzt die verloren? Wieso? Ja, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Es gibt es nicht. Ich finde, das war eigentlich die Fail-Aufnahme, war genauso. Du warst genau an dem Vorsprung. Gib's so. Du warst genau, du hast sogar noch mehr Vorsprung gehabt wie sonst eben. Ach, scheißegal. Ich beende jetzt hier mit dieser Aufgabe. Es reicht mir einfach. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses scheiß Spiel. Okay, so cool. Ging's mir okay, bei meinem Let's Play auch. Ja, scheißegal. Hier, ich gebe dir den Punkt. Hast fair gewonnen, auch wenn ich durch Glitches verloren habe und ich die Scheiße. Und wenn ihr ja, scheiß Kommentare folgt. Wampi war auch bei mir geglitscht. Wenn jetzt so Leute, jetzt haben wir gerade noch schnell das. Wo jeder sagt, Twister, du Arsch, du kannst das nicht. Auch nicht zum Spaß, es reicht mir jetzt einfach. Und tschüss, und hiermit beende ich die Aufnahme. Bye. Okay, bye.